Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's in der Aufräumung der Stadt. Und einfach ein paar Leute abschlachten. Die Beste, die gar nicht hier sein sollten. Und dann geht's weiter. Eigentlich nach da vorne, aber hier hinten geht's gar nicht lang. Ich habe da hinten noch eine Unterführung gesehen, die spannend aussah. Vielleicht können wir die uns gleich auch noch anschauen. Aber jetzt erstmal hier dieser NCPD-Auftrag. Der schießt da echt durch das Zeugs durch. Miese Ratte. No fucking way, it's my time! So, das war's. Zugangscode. Habe ich den in Luft aufgelöst? Sieht so aus. Ein Zugangscode. Hochgeheime Daten dürfen nur im Konzernhauptquartier nach Erhalt eines Einwegzugangscodes gelesen werden. Wenn dieses Dokument verloren geht, ist der Finder dazu verpflichtet, es sofort zu zerstören. Sonst droht ihm eine Geld- und oder die Todesstrafe. Interesting. Können wir nicht scannen, den Typ? Patent. Daten verschlüsselt für Zugang, Schlüssel eingeben. Können wir das hacken? Ganz kurz. Wo wird das? Alle Items wahrscheinlich. Warte mal, Cyberdeck. Personal, Kapelle, Schlüssel. Datenbank. Minitech Datensplitter, gefälschte Dokumente. Sieht irgendwie nicht so aus. Und das ist bei den Splittern selber. Schätze mal nicht unbedingt. Datenbank sowieso nicht. Weird. Ich hätte jetzt gedacht, wir können zumindest versuchen, das Ganze zu
zu entschlüsseln. Autoschlüssel. Aber hier ist nichts. Irgendwie darauf hinweist. Ich wüsste auch nicht, wo wir das finden könnten. Naja. Schade. Werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Naja. Dann wollte ich noch kurz zum Apartment in Northside. Können wir das noch kaufen und hier diese zwei Aufträge hier machen? Für das NCPD. Rufen wir Wendell an. I'm happy to see you again. Hey, likewise. I've returned to my study of human nature and must ask for your counsel again. Sure, shoot. Please, on a scale from 1 to 10, rate the following hypotheses according to how they appeal to you. Hypothesis 1. Love encourages noble deeds, requiring honesty and sacrifice. Hypothesis 2. Wait. Losing me already. Just explain in simpler terms. Considering the methodology adopted, I prefer adhering to this format for discussing love. Ask for advice, and I give it. Don't use methodology and love in the same sentence. Why is that important? It's not, Del. It was a joke. Is it important to you? No. Honestly, don't know what you're... Del? Delmain? Hello? Oh, there? Nee. Schade. Ich muss sagen, ich finde den neuen Del irgendwie... Ich weiß auch nicht, interessant? Kann man nicht wirklich sagen. Er verwickelt uns in interessante Gespräche. Und seine Ansichten sind, auch interessant. Ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Und hier will ich jetzt ein Apartment kaufen. Sehr schöne Gegend. Alles runtergekommen. Alles kaputt und hässlich. Nicht gerade die schönste Gegend. Aber ich meine, für 10k, was will man da groß erwarten? Warum können wir hier hinein? Auch wieder interessant. Granatenzündung, X-Disc. Warte, ich mach mal die Tür wieder zu. Oh, wait. Okay, geht gar nicht. Schöne Waschküche. Wir waren gerade ein bisschen unsichtbar. Naja.
7A55. Perfekt. Unsere Hände sind irgendwie unsichtbar. Why? Ich glaube, der Mod funktioniert nicht mehr richtig. War das vorhin auch schon so? Die ganze Zeit und ich habe es gar nicht gemerkt. Also muss ich neu laden vielleicht? Vielleicht. Okay. Naja. Ich ignoriere das mal kurz. Hier geht's nicht rein. Hier auch nicht. Hier geht's hinein, aber hier ist nichts. Ist ein Lift. Eine Tür ist. Nirgendwo? Das wäre wahrscheinlich die andere Tür. Ich gehe noch nicht hoch, ich schaue noch kurz hier diese Türen ab. Spannend, wo wir hier überall hineinkommen. Serverraum oder sowas? Interesting. Die Abstellkammer. Hier gibt es viele Ausbeute. Gefällt mir. Okay, das Netzwerküberwachungssystem. Lass mal kurz schauen. Echt keine Menschenseele hier. Kann ich auch verstehen. Wahrscheinlich sind wir dann die einzigen Bewohner. Okay. Nichts Spannendes. Gästeliste. Lucy Brimman, Martin Tinner, Maggie Sieg, Kate Stedley, anonymer Gast. Olga Tiganiak, Jacob Kamois. Kemoa, Alexandra Hadid, Paul Darken, Michael Gallack, Leer, Mohamed Kamil. 1, 2, 3, 3, Abfluss verstopft, 12, 38, Klimaanlage kaputt, ständige Luftzugschild nicht bewegen, 12, 40, Probleme mit Sensoren, Kameras, 12, 41, kabelloses Aufladegerät funktioniert nicht, 12, 48, Mini-Kühlschrank stinkt. War das hier das Office vom Gebäudekomplex Manager, könnte man sagen? Vielleicht. Der sich aber sehr gut darum gekümmert hat, wie es aussieht. Okay, das war das Apartment. Hallo Freunde! Zivilist Landon Gilbert! Joel Simpson! For your own safety, please maintain welcome to Night City! Was? Wie geil ist das denn? Was für ein interessantes Easter Egg! Weird, but cool! Hä? Es gibt hier nichts zu holen, einfach die zwei hier, die Karten spielen. Weird. Können wir mit denen sprechen, ne, oder? Law and order guarantee citizens a safe life. What the fuck? Ja, finde ich cool, hat was. Sorry für die Störung, Leute. Ich hau gleich auch wieder ab. Wo geht das hin?
aufs Dach. Gibt's hier oben was zu holen? Wahrscheinlich nicht. Wir können uns ganz kurz umschauen. Okay, meine Hände sind wieder da. Irgendwas muss es hier geben. Oder nicht? Wo geht das hin? Schauen wir gleich. Dass man hier nicht alles findet. Wird es hier irgendwann mal einen Kampf geben? Oder wieso? Wieso findet man hier so viel weirdes Zeugs? Ich war da drüben. Sonst noch mehr Stuff? Ah, das sehr schöne Wohnungen hier. Da will ich hier ein Apartment kaufen. Hat absolut keinen Sinn. Hier gibt's auch gar nichts zu holen. Aber links können wir noch noch was hacken. Da geht's nicht rein. Da waren wir gerade drin. Ist auch nicht rein. Ist auch nicht rein. Waren wir hier schon drin? Ich glaub's. Ja, hier waren wir schon. Roboter. Den waren wir auch schon. Was haben wir hier? Ah, ich habe was vergessen. Da hinten hätten wir ja was hacken können. Naja, egal. Kaufen, neue Zugangskarte. Apartment in Northside gemietet. Authentisch und funktional. Nicht beengt, sondern gemütlich. Hüge? Heige? Hüge? Heig? Hütsch? Hüge? I don't know. Okay. Hab's mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Mal kurz duschen. Ist wieder mal nötig. Ganzen Schmutz von Night City wegwaschen. Ist gut. Aber ich will ein Gespräch zwischen TC und MG. Was zur Hölle ist los mit dir? Ich rufe ständig an, bin sogar bei dir vorbeigekommen. Lebst du noch? Hatte einen Job. Einen Job? Du sollst nach dem letzten noch eine Weile lang untertauchen, nicht direkt wieder ins Netz rennen. Mann, reg dich ab. Ein paar Chums haben angerufen, wollte erst Nein sagen, aber die Wichser haben mir ständig etwas geboten. Einfache Sache. Politisch. Wer hat dir eigentlich ins Hirn geschissen, dass du meinst, du kannst einfach mit mir... Nichts, dir nichts, Jobs annehmen,
Zahle ich dir nicht genug oder was? Alter, nimm nicht übers Holo-Ted. Komm mir nicht so. Ted, solltest froh sein, dass du mein bester Runner bist. Was für ein Scheißjob war das? Ach, irgendwelche dreckigen Geheimnisse von so einem Stadtratputzi rausfinden. Schnelles Geld. Dabei wird einem auch ganz schnell das Hirn weggebrannt. In der Politik machen die keine halben Sachen, Mike. Naja, du kennst mich ja. Bin immer... Was? Da ist wieder an der Tür. Außer mir weiß niemand, wo du bist. Muss los, Ted. Jetzt hör mir mal zu. Du Wann das... Vielleicht die Vorbesitzer hier? Nice, wir haben einen Roach Race Automat hier. Sieht doch echt viel cooler aus als gedacht. Nachrichten, sie haben gewonnen. Natürlich. Herzlichen Glückwunsch! Beste Grüße, Nutzer. Dank ihrer dauerhaften Nutzung von Kinoshi-Produkten. Kinoshi-Fragen. Haben Sie automatisch an einer Verlosung teilgenommen und wurden für einen 1-Preis ausgewählt? Kinoshi Thermosense 9873. Antworten Sie einfach innerhalb der nächsten 10 Minuten auf diese E-Mail, um Ihren Preis zu erhalten. Aber beeilen Sie sich, sonst wird ein anderer Nutzer die Welt mit Thermovision sehen dürfen. Das Kinoshi-Team. Leider ist es einfach so gut und so schlecht, dass es halt wahr ist. Diese ganzen Scam-Mails sind immer Fehler drin. Ich brauche Ihre Hilfe. Vermisster Freund. Empfang an wie? Liebe Bewohnerin, liebe Bewohner. Der Empfang hat eine Bitte erhalten, folgende Nachricht an den derzeitigen Mieter des Apartments 1242 weiterzuleiten. Lieber wer auch immer du bist, mein guter Freund. Mike Gallagher war der Vermieter deines Apartments. Er ist vor einem Monat ohne ein weiteres Wort verschwunden. Leider haben mich unerwartete Umstände dazu gezwungen, die Stadt zu verlassen, bevor ich ihn finden konnte. Falls Mike zurückkommt, richte ihm bitte aus, dass er mich an Damm findet. Er wird wissen, was zu tun ist. Freundliche Grüße, Theodore H. Collins. Am Damm findet. Theodore H. Collins. Haben wir denn schon mal getroffen? Was ist hier hinten? Ah, no. Unser Waffenlager. Ja, können wir hier Zugriff erhalten? Ah, hier. Ja, gut. Es ist schon wieder Zeit. Ich würde sagen, wir legen uns mal schlafen. Und dann... Vielen Dank fürs Zuschauen hier bei Cyberpunk 2077. Und bis zum nächsten Mal. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.